Hallo, heute zeigen wir euch die Verlegung von Alsan 770 Tix im Wandanschlussbereich. Ja, was sehen wir hier? Eine fertig abgeklebte Fläche, die vorher schon grundiert worden ist. Hier mit dem Sopra-Tape 3 in 1. Das heißt, die erste Schicht des Klebebandes wurde schon nach dem Grundieren abgezogen. Jetzt wird das Material Alsan 770 Tix natürlich noch mit der entsprechenden Katalysatorpulvermenge aufgerührt, hier mit dem richtigen Quirl und einer Rührzeit von ca. 2 Minuten. Nachdem das Material nun 2 Minuten lang aufgerührt worden ist, beginnen wir mit der Applikation. Starten wir nun mit der Vorlage des Materials. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier wird das Material ausgegeben und dementsprechend nur am Wandanschlussbereich hochgezogen. Gerade in Ecken natürlich auch ganz wichtig die zusätzliche Armierung. Das heißt, hier können Fertigecken eingesetzt werden. Das ist natürlich das Nonplusultra. Das fertige Ecksegment wird nun eingelegt. In diesem Fall zeigen wir die Applikation der zusätzlichen Eckarmierung unterhalb des Wandanschlussfließes. Gerade wenn es um Komplettbalkonaufbauten geht, ist dieses natürlich nicht ganz unwichtig, denn hier haben wir wirklich die Möglichkeit, mit Schattenfugen zu arbeiten, sodass die Ecke später nur noch durchschimmern wird, aber nicht mehr wirklich zu erkennen ist. Wir gehen hier weiter und legen Material vor. Die Länge der Vorlage hängt natürlich immer so ein bisschen von den äußeren Umständen, das heißt von der Witterung ab. Wenn es sehr warm ist, ist es natürlich empfehlenswert, mit kürzeren Stücken zu arbeiten, das heißt nur 2 Meter circa vorzulegen, dann das Vlies einzulegen. Wenn es kälter ist, wie hier zum Beispiel bei uns im Wissenswerk, kann man auch schon mal länger Material vorlegen, um wirklich auch hier der Witterung gerecht zu sein. Nach der Vorlage des Materials fangen wir natürlich auch an, das Vlies einzulegen. Wir arbeiten hier wie gewohnt mit unserem Vlies 110P, was über die Perforationsöffnungen verfügt. In der Ecke natürlich besondere Sorgfalt, um hier wirklich auch keine Quetschfalten zu hinterlassen, denn Quetschfalten hinterlassen natürlich immer ein wenig Luft. Und hier natürlich zuerst einmal die doppelte Überlappung der Fliesarmierung durchtränken. Das heißt, das untere Vlies fertig durchtränkt, ehe das obere drüber kommt. Um das Vlies richtig in den Ecken einzubetten, macht es natürlich auch Sinn, das Vlies richtig in die Ecken hineinzudrücken, sodass da auch ein Hohlraum und blasenfreier Anschluss erfolgt. Nachdem das Vlies nun richtig liegt, erfolgt die Nachlage mit Alsan 770 Tix. Man sieht jetzt hier eines auch ganz deutlich. Das, was eben als Vorlage dem einen oder anderen wahrscheinlich noch zu viel erschien, ist nun auf einmal doch sehr gebräuchlich, denn das Vlies benötigt wirklich diese 2,5 Kilogramm je Quadratmeter und durch die ausreichende Vorlage kann hier ganz einfach schnell und effektiv gearbeitet werden. Überschüsse werden natürlich glatt gerollt, nicht nur im Senkrechtbereich, sondern auch im Waagrechtbereich, um Unebenheiten zu vermeiden. Wenn der Wandanschluss fertiggestellt ist, sind natürlich die Klebebänder im noch nassen Zustand zu entfernen. Hier mit Sopra-Tape 3 in 1, das heißt ein Klebeband, was einmal geklebt wird, dreimal abgezogen werden kann, somit natürlich auch saubere Kanten entstehen. Überschüsse werden natürlich glatt gerollt. Optional ist es möglich, die Wandanschluss noch einmal zusätzlich mit dem Pinsel zu glätten bzw. Materialanhäufungen zu verstreichen, um eine noch gleichmäßigere Oberfläche der senkrechten Abdichtung herzustellen. Dankeschön.